Naturkatastrophen, von ihnen gab es viele. Das Gleichgewicht der Welt wurde ins Ungleichgewicht gebracht. Der Grund ist der Stern, der langsam immer näher kommt. Okay. Wenn er noch näher kommt, wird er auf unsere Welt einschlagen. Eine schreckliche Aussicht. Etwas muss getan werden. Okay, das schaffen wir easy. Satu, sprich zu uns. Kann man den fallenden Stern aufhalten? Es gibt einen Weg. Um den Aufprall zu vermeiden, gibt es nur eine Lösung. Frag Rayquaza. Rayquaza? Was ist das? Was ist das denn? Ein Pokémon, das hoch über uns nahe dem Himmel liegt. Ein legendäres Pokémon. Bitte Rayquaza, den fallenden Stern zu zerstören. Doch hoch, hoch in den Lüften lebt Rayquaza. Kaum bekannt und nie gesehen. Der Himmel. Wie kommen wir dorthin? Simsala und ich werden einen Teleporter erstellen. Und Pokémon in die Lüfte senden. Aber der Himmel ist ein Ort über den Wolken. Was wird aus den Pokémon, die wir dorthin senden? Selbst ich habe keine Antwort. Dann machen wir das. Wir gehen. Auch ich. Danke. Er denke, dass es niemand außer euch schaffen würde. Doch seid ihr sicher? Niemand kann vorhersehen, was euch jenseits der Wolken erwarten wird. Wir erwarten Gefahr. Es ist mein Wunsch, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Drakidoki. Hört ihr? Hier ist Xatu. Wir werden es diskutieren, Simsala und ich, wie wir unseren Transporter verstärken können. So, morgen ist es soweit. Bis dahin ruht euch aus. Ein letztes Wort noch. Gefahr liegt vor euch. Ihr dürft nicht scheitern, übertrefft euch selbst. Kein Problem, wir machen das schon. Stimmt, Stoki, lass uns gehen. Ja, Mann. Go, go. Pokepack Rangers. Müssen wir jetzt schon da hoch? Ich würde mich eigentlich gerne noch ein bisschen leveln. Irgendwie. Muss ich ja zugeben. So. Möglicherweise. Ja, wäre schon ganz geil. Aber gut. Was soll's. Da können wir halt nicht leveln, wie es aussieht. Eisendorn nehmen 6. Eine Pürsefbeere. 1, 2, 3. Nehmen wir 4 mit. Alle Belebersamen. Okay, dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben, oder? Sollten wir bereit sein? Items. Ja, 4 Sinelbeeren. 5 Belebersamen, 3 Top-Elixiere. Dürfte eigentlich ausreichen. Ich bräuchte irgendwie noch Eisstrahl. Eisstrahl wäre was Schönes. Muss ich echt sagen. Flammwurf. Bringt uns herzlich wenig. Wir brauchen einen Eisstrahl am besten. Das ist halt das Ding. Damn. Ich muss aber eigentlich echt leveln. Ich will jedenfalls so Level 32 sein. So in der Art. Das ist halt das Problem. Ich weiß nur nicht, ob ich es darf. Bringt alles nicht sowas. Nicht so wirklich. Dann sagen wir noch schnell. Sibi Bescheid. Sibi, hallo. Kommst du mit, Janne? 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 Ja, zum Team. Ja, komm zum Team. Ja, komm zum Team. Ja, komm zum Team. Okay. Es tut mir leid.
Fertig. Jawohl, wir sind dann soweit. Morgen werden wir aufbrechen. Morgen müssen wir uns sehr ausgeruht sein. Morgen, lass uns wieder alles geben. Mann, Fliege, verpiss dich von meinem Kaffee. Was ist denn mit dir? Kusch. Piss dich. Ich fühle mich furchtbar. Traum sieht anders aus als sonst. Das ist ein Traum. Oder? Aber warum? Warum fühle ich mich so schrecklich? Oh, das ist das erste Mal. Gengar, dein Ernst? Wie gefällt dir mein Traumfresser? Fies Waschkeck. Wer hätte gedacht, dass du ein Mensch warst? Das hätte ich nicht erwartet. Aber was soll's? So jemand wie du hat auf alle Fälle einen miesen Charakter. Ich werde dich entlarven. Mein Traumfresser wird herausfinden, was in deinem Herzen ist. Ja, da kommt irgendwas. Ja, was ist das für ein Licht? Kommt es näher? Ist das vielleicht Gardevoir? Das könnte Gardevoir sein, oder? Ich glaub schon. Der Schmerz. Er lässt nach. Gardevoir? Gardevoir, sagst du mir jetzt, wer oder was ich bin? Ja, die Zeit ist gekommen. Warum du hier bist? Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Doki, du bist hierher gekommen, um diese Welt zu retten. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ich? Ja, wir hatten erkannt, dass diese Welt auf der Schwelle zur Vernichtung stand. Deswegen haben wir einen Helden gesucht. Doch trotz langer Suche konnten wir keinen Helden finden. Wir waren entmutigt. Und dann stießen wir auf einen Menschen. Doki, dieser Mensch warst du. Augenblick mal. Ich? Ein Held? Das ist Quatsch. An mir ist nichts Besonderes. Ja, das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchten nicht bloße Stärke oder Macht. Wir suchten wahren Mut. Wahren Mut? Mut. Den habe ich doch viel weniger. Ja, auch das hast du damals gesagt. Geil. Und du sagtest noch etwas. Um festzustellen, ob du es wert seist, unser Held zu werden, wartest du uns, dich auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir dir die volle Wahrheit sagen. Um deine Rolle mit reinem Geist und Herzen zu erfüllen, wolltest du alle menschlichen Erinnerungen vergessen. Und so wurdest du freiwillig ein Pokémon, um gemeinsam mit deinen Freunden zu kämpfen. So kam es, dass du in dieser Welt gelandet bist. Ich habe das freiwillig getan? Du hast deinen Mut bewiesen. Es ist zweifellos deine Aufgabe, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich ihrem Ende. Den Meteoriten aufhalten, bevor er diese Welt zerstört. Das ist meine Rolle? Ja. Und wenn das vollbracht ist, dann kannst du in deine menschliche Welt zurückkehren. Ich kann also wieder ein Mensch werden. Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass... Ja, das heißt, du musst dich von Draki trennen. Draki... Der Gesichtsausdruck auf dem Bild. Ziemlich witzig. Ich muss gehen. Draki fühlt sich dir sehr eng verbunden, Doki. Deswegen, Doki, wenn du gehen musst, wird es deinem Freund das Herz brechen. Aber das kann man nicht ändern. Es gibt Begegnungen und es gibt Abschiede. Auch ich hatte einst einen treuen Freund. In der Tat, ich habe diese Freundschaft sehr genossen. Doch nun ist mein Freund fort. Noch immer erfüllt mich der Verlust meines Freundes mit Trauer. Doch wir werden uns wiedersehen. Daran glaube ich. Was war das? Wer war das? Offenbar hat jemand in deinem Traum spioniert. Aber keine Angst. Wer immer es war, ist weggelaufen. Alles, was ich spüren konnte, war ein Gefühl der Trauer. Dieses Pokémon, ich glaube, es weinte, als es weglief. Der Morgen zieht herauf. Au revoir. Moment.
Hat Gengar in dem Traum dann nochmal gestüffelt? Und hat geweint? Nächsten Morgen. Moment. Ich hätte das nicht erwartet, dass Gengar weint, um ehrlich zu sein. Schade, schon traurig. Guten Morgen, Doki. Hast du gut geschlafen? Gut, dann lass uns gehen, Doki. Besuchen wir die Lüfte. Nein, ich will nicht! Ich will noch nicht. Lass uns noch ein wenig leveln. Nein, Mann. Ganz egal, was oben geht. Lass mal noch ein bisschen leveln. 800 für den Willi-Basam. Was hat er noch da? Ah, der hat das Kopf, ne? Nee, Ausdauerband. Wir holen uns den Apfel. Belebersam. Na. Ich glaube, wir können da oben jeden Belebersam gebrauchen. Na. Na. Dann gucken wir noch einmal hier nach, ob hier irgendwas Neues ist, was irgendwie was bringt. Nein. Mann. Ich will noch nicht. Mann. Shit. Ohne Scheiß. Es wird niemals was werden. Dafür sind wir viel zu underleveled. Außer wir leveln oben jetzt noch so ein paar Level. Das könnte ich natürlich auch machen. Ich meine, wir sind jetzt Level 24. 24 und 15. Ich meine, so ein paar Level, auf jeden Fall für Zippy, die müssen einfach eigentlich drin sein. Die muss ich eigentlich nutzen. Aber gut. Auf zum Himmelsturm. Fuck. Gut, dass ihr da seid. Was ist hier los? Was macht Xato da? Es ist fast bereit. Das Teleportjuwel. Teleportjuwel? Piu, 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 piu. Es ist vollbracht. Dies ist das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt des Himmels schicken. Nun, Doki, nimm es an. Klar. Dip, Teleportjuwel. Nice. Es wurde geschaffen durch die Kräfte der Psyche. Von mir, Simsala und... einem Geist-Pokémon, dessen Hilfe wir erhalten haben. Entschwunden, so scheint es. Wer kann das sein? Gengar? Warte. Es ist wohl schüchtern. Lasst es gut sein. Jetzt muss ich euch ein letztes Mal fragen. Diese Reise wird erhebliche Gefahren mit sich bringen. Wollt ihr dennoch gehen? Sicher werden wir das. Wir müssen Rayquaza bitten, den fallenden Stern zu zerstören, nicht wahr? Bringt uns das den Frieden zurück, so gebe ich mein Leben gerne. Das ist mein Wunsch. Ja. Wenn dieser Wunsch erfüllt ist, Gardevoir sagte. Auch nicht schon wieder eine Rückblende, das wissen wir alles noch. Es wird mein letztes Abenteuer mit Raki sein. Doki, lass uns den Angriff mitnehmen. Lasst es uns in Angriff nehmen. Wir zählen auf euch, Draki und Doki. Erstmal Mikrofon nochmal kurz richten, so. Ich hab das Gefühl, ich puste da die ganze Zeit rein. Ich glaube, das war gerade echt schlimm für euch, oder? Ich muss das einfach aus Prinzip nochmal machen. Ich kann es nochmal ein bisschen weiter weg machen, so. Ich weiß nicht, wie der Sound jetzt ist, deswegen. Au, wo sind wir? Helikid, du bist ja auch mit dabei. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwie Draki wieder sagt, ne, den nehmen wir nicht mit, wir wollen das unserem Teampartner nicht antun. So wie auf der Flucht, Mann. Doki, ist das cool? Wir sind über den Wolken. Wow. Wow. Doki, sieh mal nach oben.
Heilige Scheiße! Okay. Das ist ein hoher Turm aus Wolken. Ja, ein bisschen, ne? Ganz oben auf der Spitze des Turmes. Dort wird Rayquaza sein. Doki, klettern wir hoch. Klettern wir hoch. Okay. Dann sind wir jetzt im Himmelsturm? Ich glaube, das ist der Himmelturm, oder? Heißt der Himmelturm? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nichts mehr fixiert. Ja. Fixieren. Zack. Ja, mit Schutzschild. Ja, Eisendorn und so verletzt sie trotzdem noch. Und zack, essen. Ein lila Gummi ist auf jeden Fall schön. Und noch eins. Essen. Wir sind voll mit Belebersaal. Oh, Selbstheiler bekommen. Nice. Das heißt, als nächstes ist wieder Zippy dran. Das ist gut. Das ist sehr gut. Spezialband, okay. Ah, Ninja Tom kann nur normale Angriffe oder effektive Attacken verletzen. Stimmt, da waren 4 EP, dein Ernst. Wow, ich bin, wow. Begeistert. Draki Level 25, okay. Das ist immerhin schon mal etwas. Dann dürfte Zippy auch nicht mehr weit von dem Level entfernt sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder wir sind nicht mehr weit entfernt. Aber die geben hier auch recht gute Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir finden noch irgendwie so einen Eisstrahl oder so. Weil das ziemlich gut wäre gegen Rayquaza. Auf jeden Fall. Jetzt komm, danke. Ja, die geben mir echt super Erfahrungspunkte. Maskerade! Aktionsstück fehlen? Besiegt! Nice. Stimmt, Blubber hat auch eine Reichweite, eine bestimmte. So wie weit Blubber nur fliegen kann. Schönes Damage! Wow! Okay. Ich weiß nicht, sollten wir. Ich glaube, auf der letzten Ebene. Also vor dem Speicherpunkt, vor dem Mittelpunkt. Ich glaube, das ist wieder 23 oder so. Ich google danach vorsichtshalber nochmal, wenn wir bei Level Ebene 20 angekommen sind. Ich glaube, da leveln wir nochmal komplett ein paar Level. Goldband! Oh, Goldband gibt so viel Gold. Boah. Wechseln. Dann können wir das nämlich wieder aufheben. Genau. Da war ein Pokémon. Fuck. Hab ich zu spät gesehen. Da ist eins. Hua! Dein Ernst? Nice. Wir kommen hier wieder viel zu gut durch, oder? Aber gut, aber gut. Mann, mein Headset-Kabel ist gerade ein bisschen nervig. Na, egal. Ja, Silberdorn, ja, bringt es auch nichts aufzuheben. Können wir ja nicht. Wenn wir Eisendorn finden, das wäre super. Eisendorn. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, auch gegen Rayquaza. Ich denke nicht, dass wir da sonst so gut durchkommen würden. Oder gut durchkommen würden, allgemein. Aber naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ah. Poké. 6 Poké. Wow, ich bin begeistert von 6 verdammten Poké. Wow, ich bin, wow, impressed. Und Smogon. Ich wollte gerade Smogmog sagen, aber das war kein Smogon. Smogmog, so. Es war kein Smogmog. Es war ein Smogon. Meine Güte. So, jetzt habe ich aber richtig gesagt. Ich glaube, wir müssen den Park gleich beenden. Okay. Ich wollte nur 2 Parts so aufnehmen erstmal. Weil ich auch gleich noch Luffy aufnehmen wollte. Und ja. Dann wollte ich heute noch was unternehmen. Und da fällt mir gerade ein, ich hätte vorher, bevor ich die Aufnahmesession gestartet habe, hätte ich vielleicht das Hochladen von
Part 23 machen sollen? Oder starten sollen? Ich hoffe, weil ich hatte gestern zum Beispiel, für euch ist das dann 3 Tage oder so, vor 3 Tagen, da als die Pokémon-Folge erst um 21 Uhr oder so kam, oder 22 Uhr sogar erst, hatte ich ein Problem im Internet, ich weiß nicht. Irgendwie hat der Upload gespackt und es hat einfach mal für ein Video, was sonst 40 Minuten braucht zum Hochladen, 2 Stunden gebraucht, beziehungsweise 3 Stunden. Und das war schon echt heftig. Aber gut, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir den Part, nachdem wir diesen Raum geklärt haben hier. Nachdem wir diesen Raum geklärt haben. Hör auf, mich mit den Eisenhörnern anzugreifen. Ich brauche die. Danke. So. So, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.